Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unseres Warlock Arena Guides. Letzte Folge habe ich es nicht ernüchtert, muss ich sagen. Die dritte war das. Die habe ich es nicht ernüchtert, muss ich sagen. Haben wir mies performt. Ich hoffe, dass wir es das jetzt besser machen können. Wir gehen direkt in die vierte Folge. Und natürlich gehen wir uns mit dem Deck mit vier Wins zufrieden. Also ich hoffe, es geht noch weit hinaus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt vorher schon rausgehen, aber man kann dich immer auf so Gegner treffen, wie wir im letzten Jahr gemacht haben, die eben ein gutes Matchup haben und eben die Schwächen von Warlock gut ausnutzen können, wie in dem Fall eben geschehen. Und weil wir eben auch keine nicht perfekten Draws hatten, wurden wir eben doch recht einfach zerstört von eben sehr guten Decks. Aber wenn wir schauen müssen, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, wir können noch einige Games und Wins draufpacken auf unsere doch recht mageren 4 Wins bisher. Ich habe ja 12 Wins am Anfang gesagt, das war natürlich vielleicht ein bisschen hochgegriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei das Deck wirklich gut aussah und ich habe bereut, Prediction nicht, aber es ist einfach dann in den Gänsen nicht so gelaufen, wie man sich in der Theorie ausgemalt hat. Das ist öfters so, es passiert und es ist ganz klar, dass man. Jeder Arena-Spieler, egal ob man jetzt auf einem 3-4-Win-Level spielt oder auf einem 7, 8, 9, 10, 11, 12 Level, also ist ganz egal, ob man Super Pro ist oder Anfänger, ist manchmal so, dass man eben positiv überrascht und manchmal ist man negativ überrascht. Und das ist eben eine negative Überraschung, macht aber nichts. Ich spiele gegen einen Mage mit dem Hero, das ist ganz cool. Startkarten sind so lala, also Azor Drake hat eine Karte, die man Warlock eigentlich. Erst wirklich im Super Late Game brauchen, weil wir so Card Draw hatten, der Buddy ist so lala, ist halt Dragon Slayer, ja, manchen Spell Damage haben wir auch nicht, deswegen brauchen wir die Karte nicht unbedingt. Und sowieso als 5-Drop ziemlich lala. Wir wollen immer 2-Drops, 1-Drops, 3-Drops als Startkarten. Stampede Kodo ist genau dasselbe, ist eben 5-Drop, manchmal behalten den Chill, die könnten wir uns überlegen. Würde ich sogar behalten, einfach deswegen, weil wir die Coin haben. Das heißt, wenn wir jetzt, wir brauchen jetzt nur entweder einen 2-Drop oder einen 3-Drop, um quasi eine gute Karte zu haben. Wenn wir jetzt eben 2-Drop ziehen, ist fein und ist alles okay, können wir 2, 3, 4 machen. Wenn wir jetzt einen 3-Drop spielen, können wir immer noch 3-Drop, also Coin 3-Drop, 3-Drop, wie wir es jetzt haben. Also wir werden jetzt den Spider-Tank rauscoinen und den dann buffen, wenn es geht, hoffentlich. Und somit kann man eben, wenn man schon so eine Karte wie zum Beispiel den Spider-Tank, kann man auch so eine Karte wie Chivin Yeti mal behalten. Den Draw hat er nicht gewonnen. Und hat dann eben schon fast sicher quasi trotzdem eine Curve, wo man einen 4-Drop und einen 3-Drop behalten hat. Geht halt nur wenn die Coin hat, ganz wichtig. Also nur wenn die Coin, da kann man es wirklich machen. Frage ist, ob wir jetzt den Wrathguard rauscoinen wollen. Ich würde sagen nicht. Also ich nur dafür, weil wenn wir jetzt den Wrathguard rauscoinen, haben wir nächste Runde halt nichts. Und dann müssten wir halt drauf hoffen zu topdecken. Nicht so toll. Na, aber nichts. Natürlich schade, es ist eines der stärksten Minions im ganzen Game. Also eigentlich das Stärkste, wenn man den Joust halt klappt und die hat jetzt in dem Fall geklappt. Gut, dass er jetzt keinen 2-Drop. Wenn er jetzt den plus einen guten 2-Drop gehabt hätte, wäre mir schon ziemlich hart behind gewesen, aber so ist es ganz okay. Wir werden es auch genauso, wie ich gesagt habe, wir werden jetzt den Spider-Tank rauscoinen. Das ist das Beste, was wir haben. Trade perfekt in den Jaster rein. Die einzige Karte, die jetzt richtig wecken würde, ist Flame gehen. Hoffentlich hat er diese Karte nicht. Ansonsten ist die Karte eigentlich fast jetzt eigentlich die perfekte Karte gegen das Board. Hoffentlich nicht Flame kennen. Und falls es zum Beispiel so aus wie einen anderen 3-4er spielt, können wir eben dann buffen und. Oh Mann, Frostbolt, das ist bitter. Alles noch okay, weil er wollte natürlich jetzt so machen, dass er es jetzt eben nächstes Mal mit pingen kann. Gut ist aber, wir können jetzt mit dem Shadow Sunlake einen Strichrechnung machen, dass er eben nichts von beiden pingen kann. Das ist ziemlich cool. Wenn es Flame King gewesen wäre, wäre es Game Over gewesen. Wahrscheinlich so haben wir noch eine Chance. Weil eben die Shadow Sunlake so gut in der Situation ist, dass man es jetzt eben aus der Ping-Range bringen kann. Blade Master ist nicht besonders toll. Können wir ganz gut gegen ankommen. Frage ist, ob er tradet einen von beiden. Aber oh, beide sogar, okay. Völlig okay. Dann können wir jetzt entweder mit dem Yeti reingehen oder sogar das Egg spielen. Das Egg ist ja ziemlich cool in der Situation, weil wir dann nächste Runde, wir haben zum Beispiel mit dem Egg und dem Egg und dem hier, welchen von den Spielen ist wurscht, wir können eine Synergy haben. Wir können dann nächste Runde, wir wollen das Egg möglichst schnell rausbekommen, weil wir die Karte Powerwhelming in der Hand haben. Und die Kombo ist extrem krass. Wir hätten das Egg sogar schon letzte Runde spielen können, haben wir nicht gemacht. Weil wir so perfekt in das Board reingetradet haben mit den anderen Minions. Und jetzt ist ja eben ziemlich optimal, wir können jetzt einfach. Wir können jetzt den Yeti spielen und das Egg procken. Und damit ein richtig fettes Board und er hat auch noch keine Flames direkt diese Runde, das ist ziemlich cool. Also den Yeti spielen. Wir können so überlegen, ob wir das Egg jetzt sogar noch aufheben wollen. Eventuell mache ich es aber nicht, weil wir. Wenn wir es nächste Runde erst procken, sind wir eben dann schon wieder im Flamestrike-Bereich und da wollen wir auf jeden Fall schnell rauskommen. Ist natürlich nicht schlecht. Problem ist jetzt wieder, mit dem Tiger kann man halt einen Yeti weg und dann wäre das große Minus eben nichts haben, was ein Damage ist. Dann hat er wieder ein 5-1, wo wir nicht Taken an, wo wir eigentlich nicht Taken ankommen können. Das ist ein bisschen blöd, aber mei, müssen wir das leben. Haben wir jetzt keine andere Option gehabt, außer das so optimal für ihn zu gestalten.
das ich angesprochen habe, jetzt haben wir eben das Problem, dass wir nicht gegen 5-2 Spiel machen können. Wir können tappen, also jetzt habe ich auch keine Karten in meinem Deck, glaube ich, die ich jetzt irgendwie uns retten würde, Situation und irgendwie gut eine Variante geben, mir die 5-2 wegzuhauen. Haben wir einfach nicht, denke ich. Deswegen ist die beste Situation einfach, denke ich, hier einfach eventuell so ins Gesicht zu gehen. Ja, auch nicht ins Gesicht zu gehen und dann die 2 Minions zu spielen. Dann würde ich den Minion nehmen und den Minion nehmen. Wenn er das Flamester kaben soll, ist nicht so schlimm, weil dann haben wir immer noch einen 2-2 auf dem Board, der eben Agni ist gegen den 2-5 war. Das heißt, höchstens würde er da rein traden und dann einfach eine Karte spielen. Und dass die Karte ist halt kein Blatt, dafür ist halt krank. Wenn es bei 4-2 dann so eine Karte zu haben, ist halt, naja, freuend nicht zu sagen, glaube ich, dass es halt mega krank ist. Okay, was wir machen ist, wir spielen natürlich zuerst die Karte, dann tappen wir, um den Lebensbonus zu bekommen. Und dann spielen wir auf den Wrathguard mit dem Getraden einfach, weil wir können es auch voll aggressiv gehen, wo es dann, wenn er Flamestalk hat, dann haben wir verloren. Problem ist aber, was ich jetzt denke, ist, okay, der Gegner ist 4-2. Bisher hat er nur richtig krasse Karten gespielt. Er muss irgendeine Schwäche haben und die Schwäche kann eigentlich nur sein, sagt der Flamestalker. Ich würde jetzt das Risiko eingehen und sagen, okay, du hast keinen Flamestrike, deswegen gehe ich jetzt ins Gesicht, hoffe, dass du keinen Flamestrike hast. Wenn du es hast, haben wir verloren, das ist ganz klar. Wenn er jetzt Flamestrike hat, haben wir so gut wie verloren. Er hat immer einen Legendary auf dem Board, das ist halt krank. Problem ist nur, er hat es eben nicht, wie ich gesagt habe, weil ein Deck, was so kranke Karten hat und Flamestrike, kann nicht auf 4-2 stehen, das geht einfach nicht. Und deswegen kann ich jetzt hier sozusagen mir sozusagen erschließen, dass wir die Karten nicht hat. Und jetzt haben wir eine gute Counterkarte gezogen für den Blood of, das ist halt super. Also, Silence. Und dann einmal hier rein traden, glaube ich. Ja, auch nicht. Hier rein traden und dann einfach den Rest ins Gesicht. Jetzt aber nicht mit dem Force Max stichen, weil der Force Max ist in der Situation für uns relativ wurscht, weil er kann dem Force Max nur ein Minion removen. Er hat schon gezeigt, dass er kein Board clearen, das hat er letzte Runde auf jeden Fall gespielt. Das heißt, wir können es recht sicher ins Face gehen und er kann nicht so viel machen, weil der Force Max kann jetzt nur einen 4-Attacker-Minion wegholen, mehr nicht. Und dann ist halt das Ende des Spiels. Und dann ist wirklich ausgezahlt, sich zu denken, was könnte der Gegner an solchem Deck haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element von der Arena. Und es ist ein ganz wichtiges von Arena, Element von der Arena, zu wissen, was der Gegner im Deck hat. Bei der Constructed ist ja zum Beispiel so, dass es gibt ja 10 Decks oder 20 Decks, sag ich mal, und die dann, wenn du weißt, gegen was du spielst, dann weißt du alle Karten gegen schon Deck, sind 28 von den 30 Karten oder so. In Arena geht es halt nicht. Das heißt, du musst dir andere Wege überlegen, dir zu erschließen, den Gegner für Karten in deinem Deck hat. Und so Karten wie Flamestalker kann man das ganz gut machen, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer niedrigen Winrate ist und gegen einen Mage spielt, der nur kranke Minions hat, dann weiß man, okay, er hat gute Minions, er hat aber vielleicht dafür nicht so gute Spells. Und da ist halt Flamestalker zum Beispiel, was er dann wahrscheinlich nicht hatte und dann wahrscheinlich in 2 Spielen von seinen Deckspielen überrannt wurde. Weil, wenn man eben gute Minions hat und ein starkes Spellset mit Flamestalk, Fireball und so weiter, und er hatte ja den Flamelands und Frostball, das sind schon gute Spells. Er muss irgendwie Schwächen haben, bis er auf 4-2 steht. Und so kann man sich eben erschließen, was für Karten er in seinem Deck hat. Das hat in der Situation wahrscheinlich das Game gewonnen. Wenn wir jetzt da getradet hätten, hätten wir, glaube ich, ziemlich sicher verloren. Was jetzt richtig nice ist, wir haben jetzt super starke Karten. Wir haben einen Rubin Egg plus Dark Iron Dwarf plus Tor Paul. Das sind drei richtig starke Karten, die zusammen so ein gutes Eindruck geben. Also wir können jetzt auch einen Rubin Egg auf Turn 2 spielen und dann können wir entweder, wenn der Gegner jetzt irgendwas mit 4 Leben spielt, Paul Bell machen. Wenn er aus dem 2 Leben spielt, Dark Iron Dwarf. Und das ist so stark, wenn man das in Rubin Egg procken kann von selber, dass wir da jetzt 2 Activate haben, dann behalten auf jeden Fall die 3 Karten. Also Drake, wie letztes Mal schon erklärt, weg. Die 3 Karten sind wirklich passend perfekt zu einem Spellbreaker, ist natürlich eine Mist-Erlegung-Karte, aber macht nichts. Das ist eine sehr starke Erlegung-Kombo, diese Rubin Egg plus Activator. Und Paul Bleming ist halt der beste Activator, den es gibt, und Dark Iron Dwarf ist so ungefähr der zweitbeste. Das ist halt super stark. Dragon Egg ist genau das gleiche wie er. Rubin Egg braucht Activator. Schauen wir, ehrlich hat. Wir haben auf jeden Fall welche für unsers. Auf jeden Fall jetzt nichts machen, weil wir wollen ja die Coin aufheben, falls zum Beispiel, wir können es dann zum Beispiel mit dem Rubin Egg Coin Dark Iron Dwarf, das ist ziemlich cool, falls ein 2 Leben spielt oder so ist eine Art. Direwolf zum Beispiel. Nächste Runde haben wir dann verschiedene Optionen, wir können entweder den Ogre Brute spielen, was ich nicht machen würde, wir können entweder den Dragon Egg Silence, brauchen wir auch nicht machen, wir wollen nächste Runde im Optimalfall einfach das Rubin Egg buffen und dann den Direwolf wegrollen.
Das wäre so das Beste. Harvest Golem ist uns völlig egal, weil wir nächste Runde zwei 4-4 auf dem Board haben werden. Das ist so gut. Das ist wirklich super krass. Nach drei Zügen. Optimal. Optimal. Sehr gut. Das hat so ausgezahlt, dass wir den Dark Eindruck plus den Ruben Egg behalten haben. Extrem stark. Nächste Runde können wir zum Beispiel den Harvest Golem oder das Dragon Egg Silence. Zwei gute Silence Targets. Und normalerweise eben das Spellbreaker so eine Karte, wo man oft eben den nicht so gut auf Turn 4 spielen kann. Hier haben wir jetzt so, wo wir nächste Runde Versicherung spielen können, weil er eben zwei gute Silence Targets hat. Da werden wir Versicherung silenzen können. Was wir jetzt auch gleich machen werden. Das heißt auch den Harvest Golem. Wie gesagt, der Harvest Golem ist halt was, was sichern, zwar eins das Spawn, das Dragon Egg, schauen wir erstmal, vielleicht hat er gar keinen Activator, das ist in der Arena oft so, dass der Gegner einfach gar nichts hat, um es zu aktivieren, das heißt, dann ist nur 0-2er und wird halt nichts reißen. Und so haben wir eben ein super starkes Board und eine Karte, die jetzt schon retten kann, das Consecration. Hat das Game komplett gecarried von Nubian Egg plus Activator, ganz klar. Boah, das Trainer ist halt nicht so gut, weil bringt mir so nicht viel. Weil jetzt können wir halt mit dem 4-3er reintraden, mit dem, na, hat er noch 1-1er übrig, können wir da auch noch reintraden, können wir sogar ins Face gehen. Und ein Paladin auch genug, dass wir einen Damage halt nicht so leicht machen kann. Das heißt, wir können einfach hier zwei Minions spielen, nehmen wir das hier und das hier, und das, weil das Consecration überlebt. Und dann machen wir einfach so. Mit dem Rest gehen wir ins Gesicht, weil wir wissen ja, er hat keine Buffs, sonst hätte die Buffs schon längst aus Dragon Egg gespielt. Das heißt, so Karten wie Blessing of Kings oder sowas wird er nicht haben, sonst hätte er schon längst auf Dragon Egg gespielt. Das heißt, wir können 1-1er. Normalerweise sage ich, gegen Paladin sollte man ja immer traden, aber hier macht es einfach keinen Sinn, weil wir ja schon sozusagen Buffs hätte er schon längst benutzt. Das heißt, da braucht man jetzt auch nicht Angst vor dem 1-1er haben. Trade zwar in unseren 4-1er rein, das ist schlimm, aber 4 Damage im Gesicht sind durchaus wichtig hier, um Druck zu machen auf den Gegner, um ihn möglichst schnell zu töten. Und vor allem, weil wir nächste Runde den Crusher aufs 9-9 rausbringen wollen, das wäre das Optimale. Helm of Wrath ist uns relativ egal. Problem ist jetzt nur, wir haben jetzt genau 12 Damage. Das heißt, im Endeffekt ist es ziemlich egal, ob wir jetzt mit dem Ogre Boot treffen. Das ist ziemlich cool, weil wenn wir jetzt eben abgehängt gewesen sind mit dem Ogre Boot treffen, um ihn unter 15 zu bringen, 15 eben so die große Zahl jetzt gerade. Also wir können es hier angreifen, haben wir nämlich schon unter 15. Das heißt, wir können den Crusher auf jeden Fall auf 9 rausbringen. Mit dem hier können wir traden und ins Gesicht gehen, glaube ich, ins Gesicht, weil, wie gesagt, Buffs brauchen keiner zu ahnen. Ladescheider, leider mit Dragon getroffen, das ist das Schlechteste von allen Targets gewesen. Macht auch nichts, weil wir so ein krasses Board haben. Braucht jetzt Peacekeeper oder irgendwas anderes, um den Crusher zu stoppen. Also das Game Next Mal vorbei sein, weil wir eben noch so Finisher wie Power Ramming auf der Hand haben. Spellbreaker wird schon nicht genug sein, weil es immer noch ein 6-6er ist. Ja. Also, es sieht so aus, als ob wir Lethal haben, wenn der Ogre trifft. Also werden wir gleich mal ausprobieren. Dem Ogre ins Gesicht gehen, vielleicht trifft er nicht. Und wenn er trifft, haben wir eben gewonnen wegen Powerwhelming. Also aufpassen. Und sehr schön. Das ist das Ende. Sehr schön. Wie hat man gesehen, das Deck übernimmt im Early Game Board Control, wenn es mal so läuft, wie wir es haben wollen. Das ist mit Ruben Egg halt krass, die Combo gewesen. Und wenn man einmal Board Control hat, ist es eben extrem gut, mit dem Deck die Board Control zu verwalten. Und die Gegner sind auch nicht die besten Karten, muss man dazu sagen. Und wir sind bei 6-2. Sehr schön. Ja, langsam biegt sich so, wie ich gesagt habe. Also natürlich waren die 12 Inches ein bisschen unlässig, aber man weiß nie. Also ich habe ja, wir haben ja schon den Priester geschafft von 4-2 auf 12-2. Möglich ist es, auf jeden Fall. Unwahrscheinlich ist allerdings auch. Vor allem mit so einer Klasse, die Warlock, die doch sehr inkonstant ist, weil man eben, wenn man einmal das Early Game hat, echt schon fast verloren hat. Das ist ein bisschen schade. Macht aber nichts. So, wieder ein Mage. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo ich, also jetzt 6-2, das ist schon ein ordentlicher Score, also jetzt kann man nicht mehr sagen, okay, der hat keinen Flamestack, das kann gar nicht sein. Und jetzt, wie ich es schon gesagt habe, also jetzt wollen wir den Chilvinity nicht behalten, weil wir eben nicht sicher wissen, ob wir einen True Drop bekommen und man auf jeden Fall einen True Drop, das heißt, wir behalten jetzt nur den Spider-Tank. Den Spider-Tank würde ich allerdings fast immer behalten, weil er eben so ein guter 3-Drop ist und der Spider-Tank ist selbst noch gut, wenn wir keinen True Drop haben, weil der Spider-Tank eben, sagen wir mal, der Gegner spielt einen 2-3er, dann ist der Spider-Tank halt völlig unbeeindruckt. Gegen 3-2er muss er immer noch Hero Power, das heißt, der Spider-Tank ist immer gut. Nun, 4er Karte würde ich eben nur behalten, wenn wir entweder schon 2-Drop haben oder die Coin haben. Deswegen war es sicherer, den wegzutun, um eben die größte Wahrscheinlichkeit auf den 2-Drop zu haben, weil wir den 2-Drop so dringend brauchen. Und Bone Guard ist einer unserer Besten, das ist sehr schön.
Ein One-Drop wäre jetzt optimal. Nee, schade. Aber ein Four-Drop ist gut. Spellbreaker ist halt also eigentlich ein schlechter Four-Drop auf Curve. Allerdings kannst du unsicher sein, in der Hand zu haben, falls jetzt sowas wie, was weiß ich, Water Elemental, so Lala, so ein Lalas Target für Spellbreaker. Es gibt schon eine gute Twilight Drake zum Beispiel, ist ein guter Four-Drop, den man oft dann sehr gut silenzen kann. Also es gibt schon einige Sachen. Spellbreaker ist eine Karte, die man eigentlich immer. Es ist ganz nett, ihn in der Hand zu haben, allerdings würde ich jetzt natürlich einen Yeti präferieren, das ist ja ganz klar, weil er immer stärker ist als Einzelminen, aber nein. So, jetzt wird der Mage auf jeden Fall was machen, weil das dauert dann einfach ein bisschen lange. Okay. Schade, jetzt haben wir den One-Drop bekommen, den wir gerade eben nicht bekommen haben. Und trotzdem den Bone Guard. Erstens haben wir dann die Option am nächsten Zug, was wir zu 100% nicht machen werden, weil wir zwei starke Three-Drops haben. Das Gute ist aber, dass erstens wir dann den One-Drop aufheben, um eben auf Turn 4 zu spielen, weil wir jetzt keinen optimalen Fall können wir dann zum Beispiel 3-Drop-One-Drop spielen. Und wir können dem Gegner jetzt auch, es ist auch so eine Art Mind-Game, also der Gegner kann jetzt zum Beispiel keinen 2-3er spielen, weil dann können wir einfach Hero powern. Was wir nicht machen werden, und der Gegner denkt, wir könnten es machen. Und somit müssen wir den Frostball. Jetzt können wir den Spitank auf ein leeres Board spielen. Spitank ist eines der besten Minions auf ein leeres Board auf Turn 3. Weil es eben die perfekte Mischung aus. Genug Angriffen, alles im Early Game wegzuräumen hat und Zug auf ihr Leben für Turn 3, also 3, 4er sind so die Traum-Stats auf Turn 3. Da gibt es auch kaum was Besseres. Also es gibt eigentlich nichts Besseres als den Spitank von Stats her. Die Ogre-Brut ist so ähnlich. Also nur diesen schlechten Effekt. Allerdings noch besseres Stats als Nie-Karten. Die Karten sind ungefähr beim Level. Spitank vielleicht sogar ein bisschen stärker, weil es eben nicht diesen Randomness-Effekt hat. Und jetzt haben wir eben einen super starken Vorlauf mit dem Harvest Golem und dem Flame, was auch beide super gute Karten in ihrer Karten-Value sind. Auf jeden Fall auch ein gutes Play auf der Form, die wir zusammen hat. Main of the Lake ist nicht mehr so gut in der Saison, weil erstens kann er nicht sofort Hero Power und zweitens die Stats ziemlich pur. Also mit dem 2-6er kann er jetzt nicht so viel ausrichten, um ehrlich zu sein. Das habe ich auch genau, was ich gesagt habe. Ich spiele ja Minions. Was wir uns überlegen können, ob wir jetzt traden wollen oder nicht. Vorteil eben, dass wir dann ihn extra zu zwingen, quasi, also wir wissen sicher, dass dieses Mädel denkend länger überlebt, weil zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwas hat wie, was weiß ich, einfach irgendein Taunt oder so, dann kann wir nicht secure, dass sieht, dass der das Minion überlebt, wenn er eben jetzt schon damagen, können wir es fast sicher sein, dass es eben stirbt. Also ich würde es auf jeden Fall machen in der Situation. Wir wollen so ein Minion wie Mane of the Lake eigentlich nie, also möglichst schnell removen, weil es eben diesen Effekt hat mit der Mana Reduction. Mana Reduction ist der krassesten Sachen gesagt im Spiel, wir kennen es ja von Mech Warp oder so, dass eben. Karten, um Mana zu reduzieren, ist so stark. Also, minus 1 Mana ist deutlich mehr als plus 1 zu 1 zum Beispiel. Das ist ein Riesenunterschied, ob es 1 Mana, 2 Mana kostet. Das ist richtig krass. Das sind Karten, die sowas machen, wollen wir so schnell wirklich wegbekommen. Okay. So war es nicht schlecht gemacht von ihm. Jetzt haben wir halt wieder dieses Problem, dass wir eben die 2-1er nicht viel machen können. Macht aber nichts, ihr könnt auch mit dem. Wir werden es auf jeden Fall zuerst tappen, weil wir werden diese Runde wahrscheinlich einen Two-Drop spielen. Ich sehe jetzt keinen Sinn darin, den Dive Alpha zu spielen, weil wir einfach traden werden. Also mit dem in den, das können wir schon mal machen. Mit dem in den. Nehmen wir den hier. Gleich warum. Also eigentlich egal, weil da hätten wir eine Chance zu healen. Ich glaube, wir haben auch keine Healing-Karten in unserem Deck. Wir können jetzt überlegen, ob wir die beiden Two-Drop spielen oder eben Two-Drop-Tap. Problem ist denn, dass wir eben dann sozusagen ein bisschen das Board aufgeben für Tag. Karte auch die beiden Two-Drops vorziehen. Einfach, wir brauchen jetzt keine Card-Advantage, weil wir haben im Late-Game sowieso unendlich Card-Advantage, dass die Hero-Power haben. Das können so ein bisschen aggressiver reingehen, wie wir es mit dem Warlock immer machen wollen. Jetzt ist noch nicht die Zeit, wie Board clear ist. Das heißt, jetzt kann er noch keinen Flamestrike, Blizzard oder so spielen. Es ist nur Turn 5. Und das ist eigentlich ganz cool. Hoffentlich trotzdem nicht den Direwolf. Ja, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Das war richtig lucky von ihm, leider. Schade. Können wir den Ogre spielen und hier reingehen. Das war ja extrem lucky von ihm, wenn er, sagen wir mal, ja, halt irgendwas anderes gekauft hätte, außer die beiden Minions. Halt genau war es halt. Es ist halt schade, aber mei. Passiert, macht nichts. Flamewecker ist halt doch ziemlich cool mit so Karten wie Arcane Explosion oder Arcane Missiles. Sehr gut gesagt, sehr beliebt zur Zeit. Schaut man eine Antwort auf einen Ogre, sowas wie Polymorph oder so, ist extrem gut für ihn. Also wäre fast schon Game Changer, wenn er jetzt sowas hat, wie ein Polymorph eben.
Schauen wir, was es hat. Und dann ab nächster Runde können wir eben anfangen, unsere Hand einfach aufzufüllen. Wie crazy. Also können wir eben anfangen mit Azor Drake, Hero Power. Ich habe sogar vier Karten in der Hand. Das ist ziemlich cool. Problem eben, also das ist eine Inspire-Karte auf dem Spielfeld. Und Lowly Squire ist eine ziemlich gute Inspire-Karte, weil sie im Late Game ganz okay ist. Was wir machen werden, ist, denke ich, ganz klar. Wir spielen einfach, wir töten den hier mit dem, weil wir eben, wie gesagt, die Hero Power nie auf gar keinen Fall einen billiger haben wollen und silencen den hier, weil sonst eben die nächste Runde zum 3-2 wird. Und der Unterschied zwischen 1-3 und 3-2 ist ziemlich groß. Und dann spielen wir schon die Overboot. Wie gesagt, Card Advantage müssen wir uns erstmal überhaupt keine Gedanken drüber machen, weil wir eben im Late Game sowieso Card Advantage haben. Das Allerwichtigste ist Board Control, Board Control, Board Control. Und wenn wir mal Board Control haben, können wir Card Advantage sowieso dann bekommen. Das heißt, Card Advantage ist für uns erstmal egal. In jeder Klasse ist vielleicht gehero-powered, um eben sozusagen Card-Effizienz hochzuhalten. In Warlock brauchen wir uns nicht dafür interessieren, weil wir, wenn wir erstmal Board Control haben, Card Advantage sozusagen für Gratis bekommen, wir jede Runde zwei Karten ziehen, das ist halt okay. Deswegen Board Control, Board Control, Board Control. Auf jeden Fall Minions spielen über die Hero Power, außer es sind wirklich miese Minions. Das ist für, wenn wir jetzt, was weiß ich, irgendwas gehabt hätten, was in der Situation kacke gewesen wäre, dann natürlich nicht spielen, aber der Ogre Boot ist hier ganz klar, es wird auf jeden Fall das Board hauen. Hoffentlich ist kein Flamestrike, weil dann haben wir unser ganzes Board eben weg. Sieht aber ganz gut aus und hat das schon längst gemacht. Frostbolt, das ist nicht so schlimm. Ich muss ja erstmal noch was reinvestieren. Hoffe ich trifft es. Na, wieder optimale Treffer, das ist bitter. Schade. Wie trade der jetzt? Eine große Frage. Ne? Dragon Rider, das ist nicht so schlimm. Geht ins Gesicht mit allem. Okay, ist interessant. Mal schauen, was ich jetzt mache. Das ist ein richtig nicer Draw. Also die perfekte Karte. Wir wissen schon so gut sicher, dass er kein Polymorph hat. Das heißt, Forcing Max wird jetzt richtig reinhauen. Und wie machen wir es mit den Trades? Ich denke, wir traden einmal diese beiden Minions hier. Einmal, na, erstmal den, weil dann höchst höhere Chancen im Minions, wo du gar keinen Fall Faces gehen willst mit dem. Okay, wir treffen dann noch den, natürlich, der einfach 6 Damage macht und das kann uns extrem überraschen, wir auf gar keinen Fall sterben. Weil im Late Game, wie gesagt, sowieso die netten, also die naturelle, also unsere Klasse, wenn wir auf dem Board even sind oder wir jetzt gerade sogar ahead sind, haben wir als Klasse sowieso einen krassen Vorteil im Late. Das ist nicht so wichtig. Unsere größte Priorität ist jetzt Überleben und Board Control behalten. Da ist halt ganz sicher, dass du so ein Wind Tree viel besser dem potenziell 6 oder mehr Damage macht, wenn wir sogar noch buffen. So schnell wirklich move und da können wir so einen Einsam nehmen, das ist uns dann relativ wurscht. Schaut, ob es irgendein Removal hat oder sowas oder ein Mini, was eben irgendwie am nahesten da rankommt. Ansonsten ist es immer super schwer zurückzukommen. Wenn wir als Warlock eben einmal Board Control haben, im Late Game, sind wir fast unstoppable. Watermelon ist ganz cool, weil es eben unser Minion einfriert, macht aber auch nicht so richtig was, weil wir jetzt auch wieder super draw. Sie können sie dann unseren neuen Miner rausfüllen, kriegen so eine Karte, natürlich erst Azor, falls sie eben vielleicht irgendwas besseres ziehen. Ich glaube nicht, dass sie unser besseren Deck haben. Genau, und dann einfach den Mechanic Yeti. Und gehen ins Gesicht oder traden wir? Ich denke, wir gehen hier nicht ins Gesicht. Wir wollen traden, einfach Flamestalk hat er sowieso nicht. Das wissen wir jetzt schon, also außer jetzt gerade getopdeckt oder so. Da hat das halt getopdeckt, haben wir immer noch gute Chancen zu gewinnen. Wir wollen einfach kein Risiko eingehen, jetzt irgendein Funky-Zeug mit Eisen oder so hat oder irgendein anderes Zeug, das uns eben total überraschen kann. Einfach als Safe spielen. Wir haben gewonnen, wenn wir es nicht irgendwie, wenn er jetzt keine OP-Karten mehr auspackt oder wenn er auch irgendwelche krassen Boardlists hat. Aber ich denke, das ist ja nicht der Fall. Deswegen kann man es auch Safe spielen und einfach langsam das Game grinden als Warlock, wo wir eben die naturelle Advantage haben durch diese Hero Power, die extrem stark im Late Game ist, wenn wir auf dem Board ahead sind. Und nicht irgendwie in Kill Range sind. Das simples Problem ist im Warlock-Team, dass die Hero Power dich manchmal solo bringt, dass du eben in Kill Range bist. Das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Dann schauen wir uns den Report auf jeden Fall tappen, weil wir wollen diese Runde so tappen, immer am Anfang dann tappen, falls eben eine bessere Karte ziehen. Falling Watcher ist ganz gut. Trade hier rein, dann geht dem jetzt natürlich ins Gesicht, was sonst, und dann spielen wir natürlich noch Floating Watcher und buffen noch. Puh, ist eigentlich egal, buffen wir noch den da hier. Aber Flamestalk genau jetzt oder ist tot, das ist ganz klar. Also Flamestalk jetzt oder ist tot, das ist ganz gut, das eigentlich.
Guck, das Champion ist völlig egal, hilft ihm nicht, um zu überleben, und das ist, denke ich, dann das Ende des Spiels. Weil er kann jetzt nur den Shattered Sunflake wegkommen, dann merkst du noch 8 Damage von dem Max und 4 und 6 von dem Floating Watcher, sind zusammen 18. Reicht also doch nicht, leider. Also doch noch nicht Ende des Spiels. Okay, doch Ende des Spiels. Ja, Leute, also, letzte Folge war, habt ihr gesehen, war ein Ausreißer. Ihr habt gesehen, was das Deck kann. Auf jeden Fall unsere 7 Wins sind wieder eingeheimst. Ist sehr schön. Unser Mindestziel wie immer erreicht. 7 Wins haben wir, unser Mindestziel haben wir geschafft. Und das ist auch sehr souverän in der Folge. In der Folge hat man wirklich mal gesehen, warum ich dem Deck 12 Wins zugetraut habe. Weil ich eben gedacht habe, dass mehr Games so laufen, wie es jetzt gelaufen ist. Und ich hoffe, das ist nicht der Ende der Arena. Ich hoffe, es geht noch weiter. Wir machen für die nächste Folge weiter. Machen wir einen Cut. Um eben dann und dann starten wir extra eine Folge wieder voll durch und hoffen, dass wir vielleicht noch ein, zwei Games draufpacken können. Oder weiß ich, vielleicht kommen wir doch noch in den zweistelligen Bereich, wo ich eigentlich angekündigt habe. Ich hoffe, wir schaffen es doch. Es wird schwer, aber wir können es schaffen, wenn wir eben ein gutes Matchup haben und keine blöden Gegner haben, die lauter Zeugs auf unserer Zeit countern. Wie eben den Rogue in dem einen Game oder den, was ich, Paladin oder so war das, wo wir eben zerstört wurden. Also. Die Folge gezeigt, wo der Zustand entstanden ist. Die Decks vom Gegner waren jetzt auch nicht überragend. Sie waren auch nicht crap. Sie waren auf jeden Fall gut, aber auch nicht überragend. Wie gesagt, müssen wir auf jeden Fall noch auf mehr Wappen im hohen Win-Bereich, also ab 7, wenn es ist ja quasi schon der hohe Win-Bereich. Ab jetzt kommen noch Decks, die was drauf haben. Und da werden wir sehen, wie wir uns gegen die schlagen können. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, wenn es viel Spaß in eigener Reden, würde ich mal ein Like und ein Abo oder einen Kommentar auf dem Video freuen. Auf jeden Fall schon mal danke für all die mitgeholfen haben bei dem Abonnenten empfehlen. Wir haben es mit also 75 Abonnenten zusammen. Freut mich auf jeden Fall. Danke allen, all die ja mitgeholfen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin damit helft. Einfach euren Freunden oder Bekannten oder was die Leute, die eure Hearthstone und Freundeste sind, die auf Ladder trifft oder so, einfach sagen, schaut meinen Channel an, der ist ganz cool und denke, der ist auch ganz cool. Ich denke, ihr könnt eine Menge lernen, habe ich auch schon gutes Feedback bekommen von euch. Und ich freue mich auf der Weise einfach den Channel ein bisschen unterstützen könnt. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Schauen wir, ob wir noch mehr als 7 Minuten draus machen können. Servus, euer Erinnerungsbote. Ciao.